Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Battle Minecraft in der Minecraft-Version 1.7, auch genannt Let's Battle Minecraft Staffel mit der Minecraft-Version 1.7. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Und Tim, ich habe mich auch schon verlaufen. Siehst du mein Namensschild? Ich sneak mich jetzt mal extra kurz nicht. Nee, ich bin jetzt da, wo vorhin die drei Öfen standen. Okay, ich glaube, da sollte ich noch zurückfinden und ich habe hier eine Stelle gefunden. Oh, Creeper. Ah, der kommt nicht hoch, der wird runtergespült. Ich habe eine Stelle. Du siehst mich. Du hast mich gerade. Ich habe eben dein Namensschild gesehen. Sneak dich mal kurz nicht. Oder war das jemand anderes? Ich hoffe nicht. Oh, das ist hier so verzweigt. Das ist echt die Höhe. Ich glaube, ich weiß doch nicht mehr, wo du bist. Das war die Stelle, wo ich hochgegangen bin. Oh Gott, doch, ich sehe dein Namensschild. Sneak dich mal kurz. Okay, das bist du. Das bist definitiv du. Okay. Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt bin ich hier wieder bei der Lava. Bleib einfach mal da stehen, wo du warst. Siehst du mein Namensschild? Ich halt, war ich über dir oder unter dir? Oder? Vor mir, unter mir, weit weg. Moment. Ich komm zu dir. Bleib ich sehe dich, ich sehe dich. Okay. Ich komme entgegen. Schön, dann versuch mal, mir entgegenzukommen. Ah, da unten bist du, okay. Hi. Hi, ho. Gut, ich hab da wo der Enderman herkommt, da habe ich eine Stelle gefunden, wo es runtergeht. Komm mal mit. Okay, ja, ich hatte auch eine. Hier war es echt dunkel und da war auch Wasser. Das habe ich gerade weggemacht. Ja. Ging's irgendwo. Nee, das war nicht hier, glaube ich. Das war irgendwo anders. Ja, hier bin ich lang gegangen. Egal, nein, dann gehen wir jetzt hier lang. Nee, komm, wir gehen jetzt hier lang, ist schon okay. Gut, okay, also das mit dem Essen wird echt eine heikle Angelegenheit, das sehe ich schon jetzt. Oh ja. So, und zwar ging es hier nach links runter. Ich dachte eben, da ist ein Namensschild. Meine Fresse, ey. Oh Gott. Kommt schon wieder die Paranoia raus. Ja, natürlich. Immer doch. Alles gut, das ist gut. Ich weiß, so. Redstone kann man bestimmt gebrauchen hier. Redstone brauchst du immer, vor allem in der Battle. Genau. Nein, wie behindert. Och, Tim. Mann, jetzt sind wir umsonst gelaufen. Umsonst läuft man nie. Auf welcher Höhe sind wir denn? Wir sind auf Höhe 13. Ja gut, Strip Mining dürfen wir nicht machen. Da wird nichts mehr kommen. Dann komm mal mit mir. Ich suche die andere Stelle, die ich gefunden hatte. Put. Bin schon da. Put. Ich bin ja so hier geht's auch noch runter. Als auf dem Pferd. Guck mal, hier geht's auch runter. So. Ja, perfekt. Da wollte ich ja eigentlich lang. Oder ist da irgendwo... Nee, hier ist tatsächlich ein großer Raum. Hier ist so ein kleines scheiß Baby-Zombie-Kack-Kind. Stirb ab. Oh, ein Baby-Zombie. Skelett. Greife die... Ey, der kleine Scheiße, der greift mich ja echt an. Das ist ja echt die Höhe. Na klar. Mein Gott. Früh übt sich, Dominik. Gut, dann gehe ich mal hier hoch. Also auf hier, wo wir gerade sind, sollten wir eigentlich sogar vielleicht schon Diamanten finden. Und ich habe hier richtig viel Eisen. Also komm, das Eisen baue ich gerade noch ab. Also das bauen wir ab und dann haben wir eigentlich auch schon unsere Backup-Rüstung. Wir können eigentlich echt... Sollten wir auch Diamanten finden, machen wir uns auf jeden Fall einen Enchanter, würde ich sagen. Und enchanten alles auf Level 1 und dann gehen wir raus. Jo. Davor bauen wir uns noch die Basis, aber dann gehen wir raus. Ich habe mir auch schon was überlegt für die Pferde und zwar würde ich auch sagen, dass wir die Leine in eine versteckte Kiste machen und die Pferde einfach draußen in so eine Art zwei Block hohen Stall einbauen, weil, überleg dir das mal, die Leinen, die sind jetzt auch nicht gerade so leicht herzustellen, glaube ich, mit einem Stick, ne? Okay. Ja. Nicht mit dem Stick, mit dem Slimeball meine ich und da ist es auf jeden Fall besser, wenn wir die einfach so aussperren und ich meine, sollten die wirklich töten, die Pferde. Ganz im Ernst, Pferde werden wir noch finden, nur das mit den Satteln ist ein kleines Problem. Also ich hab einen Slimeball. Sehr schön. Das große Problem ist wirklich der Sattel. Ja, weil den kann man sich nicht herstellen, den müssen wir finden und ganz im Ernst, das können wir eigentlich vergessen. Also auf den Sattel müssen wir auf jeden Fall gut aufpassen. Definitiv. Wobei ich höre hier gerade einen Slime, aber wie gesagt, das Problem ist halt der Sattel, weil nur Sattel bringt uns auch die Leine nichts. Können bringt uns nicht die Leine nichts. Ich komme langsam rein ins Kommentieren. Langsam komme ich wieder rein. Ja, ganz langsam. Ganz langsam. Lapis Lazuli nehme ich auch einfach mal mit. Ich weiß zwar nicht, wofür wir das brauchen, aber das ist irgendwie noch so ein alter Instinkt vom Waffenmod-Battle. Es ist in Ordnung. Ich meine, mir geht's. Man muss sich echt dran gewöhnen, ne? Das ist echt so ein Ding, was man Lapis muss. Nicht mehr braucht, ne? Weil das war. Ja, und uns kommentieren auch. Kommentieren ist auch schwierig. Wenn man lange keine Videos mehr gemacht hat, ist es verdammt schwierig zu kommentieren. Mhm. Aber egal. Wir wollten uns ja ein schöneres Thema raussuchen, haben wir es aber auch nicht mehr gemacht, ne? Nee, aber wir finden bestimmt etwas. We will find something. In welchem Themenbereich wollen wir denn irgendwie? Ich weiß es nicht. Irgendetwas aus dem Leben vielleicht. Ich glaube, die haben echt Diamanten gewonnen oder sowas. Nee, time to mine ist, dass du Eisen abbaust oder so. Echt?
Das wir haben gerade zum ersten Mal Eisen abgebaut. Oh. Janik nicht, aber Felix anscheinend. Okay. ja, kann ja mal... Kann man mal machen. Passieren. Genau. Oh, ja. Bestimmt. Ja. Okay, Ja, ich weiß nicht, worüber sollen wir reden? Das ist echt gerade immer so eine schwierige Sache. Ich würde jetzt gerne sagen, schreibt uns Themen in die Kommentare, aber da wir verdammt im Voraus aufnehmen, bringt das natürlich auch nichts. Ich klappe mich jetzt zu dir. Du fehlst. Du bist... hallo. Ja, gut, also hier ist leider auch irgendwie nichts mehr. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Nee, also Eisen hat's richtig viel. Das Ende. Aber gar keine Lava sehen oder so. Ja, das ist das Problem. Von daher würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Gehen wir einfach nochmal nach oben und schauen mal, dass wir meinen Gang da finden, den ich gefunden hatte. Okay. Sollen wir die Kohle mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Ich habe schon jetzt über einen Stack Kohle. Okay, ich habe 5, aber... Und echt, wie viel Essen hast du gerade noch? Ich habe noch 2 Cooked Pork Chop und 2 Rotten Flesh. Okay, also ich glaube sogar, bevor wir Diamanten finden, gehen wir einfach raus und klatschen noch ein paar Kühe, oder? Das können wir machen. Weil Leder brauchen wir auch dann für einen Enchanter. Mhm. Ne, ich finde die gerade... Nicht mehr. Ich finde hier gerade nicht mehr raus. Geh hier hoch. Warte, waren wir hier unten schon? Ja, da waren wir. Ja, hier sind wir gerade hergekommen. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Ich hoffe, ich finde da noch was, weil da war definitiv noch etwas. Da bin ich mir relativ sicher, dass da noch irgendwo etwas war. Was ist denn hier? Hier geht es scheinbar auch noch weiter, aber eher nach oben. Ach, hier ist noch Eisen. Okay. Oder sollen wir einfach so rausgehen? Ich weiß nicht. Sollen wir... Ich meine, wir könnten auch versuchen, die zu finden. Wobei die ja jetzt eher alle in Höhlen sein. Hier geht's weiter. Oh Gott, ich dachte schon, dieses Namensschild. Genau, das war die Stelle, die ich gefunden hatte. Genau, ja, hier war das. Da unten ist auch eine Fackel von mir. Okay. Das war hier, wo es weiterging. So, weil hier ist noch, hier geht's sehr weit weiter. Ich weiß, sehr weit weiter geht es hier. An dieser Stelle. Sehr weit weiter. Sehr weit weiter. Ganz ich baue einfach mal noch weiter Eisen ab. Tu das. Oh, Alter, ist hier viel Eisen. Also wegen Eisen werden wir echt keine Sorgen mehr haben. Nee. Das Problem sind dann echt die Diamanten für den Enchanter. Ich meine, wir brauchen wie viel? 5 Diamanten. Einen für eine Spitzhacke, wegen dem Obsidian. Ich würde eher sagen 3 für eine Spitzhacke, aber... Ja, und 2 brauchen wir noch für den Enchanter. Also brauchen wir 5 Diamanten für einen Enchanter. Jo. 5 Diamanten. Und Eisen haben wir echt, also ich habe schon jetzt fast wieder ein Stack, also fast ein Stack Eisen, du wahrscheinlich auch. Ich habe 58, ja. Okay, das heißt also unsere Backup-Rüstung ist eigentlich drin, aber wir nehmen es trotzdem einfach mal mit. Na klar. Und bitte sneak dich, sneak dich öfters, vor allem beim Abbauen einfach sneaken. Ja, man kann nicht gut genug vorbereitet sein. Ja, finde ich auch. Also echt, sneaken ist das Wichtigste überhaupt, das sage ich dir sofort. Auch gut, wenn man sich dann kratzen muss am Ohr. Und dann eine... Darfst du nicht. Darfst du einfach nicht. Du musst dich einfach durchgängig sneaken. Die ganze Zeit. Also, wenn du gehst, natürlich nicht, dann ist es nervig. Aber sobald du was abbaust, einfach sneaken. Immer wenn du dich nicht gerade bewegen musst, sofort sneaken. Sneaken. Das ist unheimlich wichtig. Vor allem, wenn du über die Gegner siehst und du weißt, die haben dich gesehen. Sneaken und weggraben. Sneaken und weggraben. Okay, Tim, konzentrier dich. Deine Nase juckt nicht. Sie juckt nicht. Ja gut, kratz dich schnell. Mein Gott, ich passe so lange auf dich auf. Hier geht's aber auch nicht mehr großartig weiter. Nee, hier unten war ich. Da ist nichts mehr. Okay, sollen wir einfach raus? Ich höre hier Spinnen. Wo? Hier geht's weiter, hier hinter. Hier geht's... Da ist ein Spawner. Vielleicht finden wir noch einen dritten Sattel. Tim, wo bist du? Hier, komm. Hier. Gut. Ja. Hier drin ist definitiv ein Spawner. Schau mal, hier ist Mossy Cobblestone. Okay. Wow, das ist ein Spinnen-Spawner. Pass auf. Na super. Und Skelette wohl auch. Ich grab mich hier mal vorsichtig rein. Leuchte du mal da bitte aus. Ich mach mir hier mal so ein Sichtfenster und versuch mal. Okay, also spawnen sollte da jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir nur das nur noch killen, was da gespawnt ist. Ich find's sehr schön, wie die Spinnen immer rumspawnen. Rumbacken. Alter, hier sind 3 Music Discs. Und ich hab einen Name-Tag. Was? Irgendwas hat mich runtergeschubst. Du stirbst jetzt nicht, Tim. Nein. Ich hab Nametag. Ich hab Nametag gefunden. Ist das nicht geil? Geil. Ich hab Nametag. Und hier unten sind 3 Furnaces. Guck mal, da sind 3 Furnaces. Au, stirb, Spinne. So, also den Sporn bauen wir einfach ab. Gibt nochmal ein bisschen XP. Und den Bucket nehme ich auch gerade mal mit. Ja, den Bucket. Hab ich jetzt schon. So, und die Music, das lege ich da rein, die brauchen wir nicht, ne? Nee. Ganz im Ernst. Unnützes Zeug da. Ui, da kommt Wasser. Wo kommt Wasser?
Ah, ne, Quatsch. Oh, das war jetzt doof. Was war doof? Nee, nix. Ja, komm, grad mal zum Spawner zurück. Wir dürfen uns echt nicht mehr so verlaufen. Weil ich bin jetzt einfach den kleinen Weg hier weiter. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen hoch, weil hier geht's auch nochmal weiter. Hier ist nochmal Eisen. Lauf mal hier kurz runter. Ja, ich bin genau auf der gegenüberliegenden Seite. Alter, ich dachte schon eben, hier sind Diamanten. Mein Gott. Dabei ist es nur fucking Eisen. Aber hier geht's definitiv auch noch tiefer. Ja. Also, dann komm, soll ich erst zu dir kommen oder geht's bei dir noch tiefer oder ist es so die Höhe, auf der wir vorher waren? Weil ich bin hier schon wieder auf 20 und da geht's definitiv noch auf 13 oder 15 runter. Also die perfekte Diamantenhöhe. Bei mir auch. Wir können uns eigentlich entscheiden. Okay, dann gehen wir erstmal nach rechts, würde ich sagen. Okay, ja, ich bin hole hier gerade noch das Eisen. Und immer wenn du abbaust oder stehen bleibst, sneaken, ne? Ja. So. Wir sollten einen Sneak-Song machen. Sneaky, sneaky, sneaky. Nee, den wir immer einspielen, wenn ich weiß, worüber wir reden können. Filmtrailer. Wer mag sie denn nicht? Filmtrailer. Aber oft ist es dann so, dass man im Film im Nachhinein echt enttäuscht wird. Ja, das ist halt, Trailer sind ja bekannt dafür, dass man die besten Szenen zusammenschneidet. Wo bist du gerade? Ich sehe dich wieder nicht. Ich bin wieder hoch, also ich bin einfach den Weg weiter. Ich bin am Spawner, wo bist du denn jetzt? Ich bin deinen Weg weitergegangen. Meinen Weg? Ja. Also da, wo ich lang gegangen bin. Ich sehe dann, sneak dich mal. Okay, ja, das bist du. Ich muss mich erstmal an den Namensschild gewöhnen, weil ich war jetzt so lange auf 74321 als freundlich fixiert. Ja. Hast du den Bucket? Ja, hab ich. Ich nehme das Wasser. Okay, nimmst du es mit? So, hab's. Und, okay, da ist der nächste Mal. Und echt, wir müssen, also, ich will hier nur noch ein bisschen, also, ich hoffe, wir finden hier demnächst Diamanten. Boah, das Wasser bitte gerade mal zu, das nervt tierisch. Hast du davon was genommen? Ja, hab ich. Da ist aber noch mehr. Ah, okay. Brauch's einfach ab. Ja, ich kämpfe mich hoch. Tim, du warst doch da eben. So, weg. Danke. Bitte, bitte. So, gut, also ich hoffe, wir finden Diamanten, weil dann müssen wir auch gleich bald wieder hoch. Wegen dem Essen. Warum? Ach, jetzt geht's weg. Okay. Gut, sind hier hinter irgendwie Diamanten hinter dem Stein. Das ist Obsidian, das heißt, da ist ein Lavasee. Aber Vorsicht. Okay, vorsichtig. Meine. Ja, da, okay, da drunter ist Lava. Das bedeutet, da muss es irgendwo weitergehen. Sollte es, hoffentlich. Oder auch nicht, es kann auch sein, dass es einfach nur so random Lava ist. Auf welcher Höhe sind wir denn? Wir sind auf Höhe 11, also es ist eher unwahrscheinlich, dass es da weitergeht, würde ich mal sagen. Dann sollen wir wieder in deine Richtung gehen. Okay, das können wir machen. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier einfach mit Cobblestoney hoch. Ich gebe dir noch eine Eisenspitzhacke. Oder hast du schon eine? Hast du dir schon eine gemacht und die ist jetzt halb kaputt oder so? Meine ist fast ganz kaputt. Achso, ja, dann kannst du mir deine geben, weil dann repariere ich meine. Bitte. Ja, damit. Okay. Schneller. Ja. Danke. Ja. Bleib doch mal ein bisschen locker. Ja, ich bin gerade überlegen, was wir mit dem Nametag machen. Wir könnten unsere Pferde umbenennen und dann so tun, als ob wir die Gegner sind. Dann denken die nämlich auch, dass das nicht unsere Pferde sind. Wir haben einen Vorteil. Falsche Richtung. Ne? Warte, hier geht's auch. Nee, hier geht's nicht weiter. Gut, dann gehen wir in deine Richtung. Das hätte ja irgendwie auch was, so einfach mal full Iron, ohne irgendwelches Enchantment auf die loszugehen, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nach Enchantments suchen werden. Ja, wir werden sie halt auch nicht, wahrscheinlich nicht finden. Die werden sich erstmal in Höhlen. Das ist es. Dementsprechend deshalb können wir das auch einfach erstmal machen. Das ist das Ding. Noch mehr das Wasser. Das ist das Ding da. Ja. Ja. Okay. Ich. ich brauch mal kurz mehr Fackeln. Ich auch. Ich hab keine mehr, aber hier ist Eisen. Da geht's definitiv noch ein bisschen weiter und mit natürlich sehr viel Eisen an der Zahl. Ich rede echt so viel Mist, das ist unglaublich. Nee, aber Eisen haben wir definitiv genug. Und ich sage schon wieder. Definitiv. Man kann's aber auch nicht oft genug erwähnen. Dass wir genug Eisen haben, ja. Genau. Das müssen wir noch. Aber es hatte auch noch keiner das Achievement, dass die Diamanten bekommen haben, ne? Nee. Das ist gut. Oder? Ja, ich denke. Nee, ich würde schon davon ausgehen. Das ist sehr gut. Wenn wir die Ersten sind, dann ist das gut. Sag mal, aber hier sind echt keine Diamanten. Das ist doch total komisch. Dann könnten wir den schon schön Druck verleihen. Ja, genau. Oh mein Gott, die haben Diamanten. Oh mein Gott. Hier geht's nicht weiter, oder? Ende Gelände, keine Diamanten. Wir haben keinen einzigen Lavasee gefunden. Keine. Ja, doch, da unten.
Aber da waren keine Diamanten. Das war kein großer Lavasee oder sowas. Ich meine, Diamanten findest du auch so. Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt welche in Lavaseen siehst, ist halt einfach nur viel höher. Ja. Bonnie, ey. Gern Diamanten. Boah, voll doof. Nee, gut, also Tim, wir müssen hoch. Ich habe nur noch 2 Hühnchen und 2 Brote. Wir müssen hoch und Essen holen. Okay. Okay, ja. Ich baue noch kurz das Eisen hier ab. Und dann sneak ich mich so lange und dort oben in dem Gang, den wir gebaut haben, fangen wir schon mal ein bisschen an, unsere Basis zu bauen. Oder meinst du, wir sollen das lassen? Nicht, dass die da vorbeigegangen sind und dann irgendwie unsere Pferde gesehen haben. Ich würde sagen, das machen wir doch woanders, oder? Es könnte gut sein, dass die schon die Pferde gesehen haben. Also quasi auf die Pferde und das Weite suchen? Yep. Wäre ich dafür. Okay. Oder? Können wir machen. Sollten wir machen. Ich bin dafür, dass wir uns unsere Basis einfach in einem Wald bauen, wo man einen Block abbauen muss. An einem Baum oder so, dass man rein kann. Warte mal, ist hier noch ein Spawner? Nee, das habe ich hingebaut, weil da Wasser war. Tim, da ist nichts. Okay. Was ist denn das? Acquire Hardware. Er hat Eisen geschmolzen. Ach so. Okay. Die sind irgendwie ein bisschen hinten dran. Das glaube ich auch, ja. Das könnte kann das sein? Ja. Miep, ich pack fest. Wo ging's denn hier? Raus. Du hast keine Orientierung, oder? Irgendwie nicht mehr. Das ist. Nee, komm mal, okay, da geht's raus, ja. Ich erinnere mich. Gut. Ich folge dir. Nee, warte. Du hast keine Orientierung, ne? Ich wollte ja schon hier lang gehen, aber ich wollte ja nichts sagen. Ja, komm. Ja. Ich wollte dich nur mal testen, ne? Ich wollte dich nur mal testen, ich wollte nur mal schauen. Ist in Ordnung. Ja. Werf mal einen Blick auf die Uhr. Tu ich. Sollen wir noch gerade eine Minute machen? Okay. Ah, ne, die fragen schon. Gut, dann werden wir hier an dieser Stelle die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und natürlich, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Oder einen grünen Daumen. Wenn nicht, dann halt nicht. Hinter dir ist ein Creeper. Ah, oh. Wow, okay. Und damit, tschüss. Ciao.